Früher, als ich noch in Amerika gelebt habe, habe ich bei einer Bank gearbeitet, im telefonischen Kundendienst. Und das habe ich nur ein paar Monate gemacht, weil ich eben festgestellt habe, die Leute, die da anrufen, sind zum großen Teil unzufrieden, weil sie merken, mit meiner Konto stimmt irgendwas nicht. Wir hatten damals, bei uns in der Bank war das so, nicht so wie hier, wo du ein Dispo-Konto hast, wo du vielleicht ein bisschen zahlst, wenn du in Minus gehst. Dort ist es so, für jede Transaktion, wenn du im Minusbereich bist, kriegst du einen zusätzlichen Abzug von $33. Das heißt, wenn du mal in 5 Cent Transaktionen im Minusbereich hast, kriegst du automatisch $33 dazu. Und wenn du 5, 6, 7 Transaktionen in dem Bereich hast, bist du schnell in einen sehr, sehr großen Minusbereich gelandet. Und da rufen die Leute an und sie sind verwirrt, weil sie nicht wissen, warum steht mein Konto in minus 200, minus 300, minus 400 Bereich, was ist denn da los? Und ich weiß persönlich, wie es ist, wenn man in so einer Situation steckt. Wenn der Minus immer größer wird, wenn der Konto nicht gut aussieht. Ich glaube, dass ihr das auch so ähnlich kennt wie ich. Ich glaube, gerade in Situationen wie jetzt, wo vielleicht dein Laden schließen musste, wo deine Firma Insolvenz beantragt hat, wo du deinen Job verloren hast, wo die Spritpreise in die Decke fliegen und wir von 1,20 Euro auf 2,40 Euro pro Liter umsteigen müssen, das ist schon krass. Oder wenn du einkaufen gehst, merkst du auf jeden Fall, da ist Inflation und alles wird teurer. Aber ich verdiene nicht mehr aufgrund dessen. Nein, zum gleich. Nur die Sachen, die ich normalerweise anschaffe oder kaufe oder brauche, um mein Leben zu führen und so zu leben, wie ich es möchte, sind teurer. Schwierig. Und wenn du solche Situationen noch nicht so kennst, so wie ich sie kenne oder wie die meisten von uns kennen, wo es einfach finanziell eng ist oder schwierig ist, dann glaube ich schon, dass so eine Situation irgendwann auf dich zukommen wird. Passiert die meisten von uns. Wir sind heute in einer ganz besonderen, herausfordernden Zeit, wo viele in finanzielle Not geraten sind. Und wenn wir in solche Situationen kommen, folgt meist ein Knappheitsmentalität oder ein Knappheitskreislauf. Dieser Kreislauf geht folgendermaßen. Wir konsumieren, dann erleben wir Mangel und dann haben wir Angst. Und dann was machen wir? Wir konsumieren weiter. Und es geht schön in diesen Kreislauf von Konsumieren, von Not, von Angst und weiter. Und es geht immer weiter und es ist schwierig, aus diesem Kreis auch auszusteigen. Dieser Knappheitskreislauf fängt in unserem Kopf an und nicht unbedingt in unserem Bankkonto oder in unserem Besitz. Du kannst viel Geld und Besitz haben und trotzdem in diesem Knappheitskreislauf gefangen sein. Es ist egal, wie alt oder jung du bist, es ist egal, ob du einen guten Job hast oder einen schlechten Job hast, was für eine Ausbildung oder Studium du gemacht hast, welche Lebens- oder Rentenversicherungen du schon abgeschlossen hast, das ist egal, weil es an sich nichts mit deiner finanziellen Situation zu tun hat. Eine Knappheitsmentalität ist in unsere Gedanken verwurzelt und ist nicht unbedingt an deine verfügbaren Mitteln gebunden. Ich glaube, dass wir nicht dazu geschaffen sind, in Knappheit zu leben, sondern im Überfluss. Johannes 10,10 steht, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und das im Überfluss. Knappheit fragt, was kann ich leisten? Überfluss fragt, was habe ich? Was wurde mir gegeben? Knappheit fängt in deine Gedanken an, aber Überfluss finden wir nur in Jesus. Und hierzu möchte ich einen kleinen Hinweis geben, damit wir alle am gleichen Stand sind, damit keiner irgendwie auf falsche Gedanken kommt. Im Überfluss Jesus zu leben, heißt nicht unbedingt, dass du finanziell reich wirst. Dass du irgendwie übernatürlich irgendwie Millionen auf dem Konto haben wirst oder sonst was. Nein. Im Überfluss Jesus zu leben, heißt, dass Jesus lebt in uns. Dass er uns segnet. Und manchmal ist das finanziell. Und manchmal ist es anderes weitig. Und egal wie Gott uns segnet, egal wie Jesus uns segnet, es ist da, damit wir es wieder einsetzen können, um ein Segen für andere Menschen zu sein.
Heute Morgen möchte ich euch zeigen, wie wir aus diesem Knappheitskreislauf steigen können, damit wir permanent in diesem Überfluss Jesus, was er versprochen hat, auch leben können. Der Titel meiner Predigt ist auf Englisch, If you have a need, plant a seed. Auf Deutsch, wenn du eine Not hast, sähe aus. Ich glaube, in diesen Zeiten, so wie jetzt, der Zeiten der Verwirrung, und Verlust, Krieg, Konflikt, Corona, ist es schwierig. Und alles andere, was dazu kommt, sind herausfordernde Zeiten. Und in solchen Zeiten ist unsere erste Reaktion zu konsumieren, Sachen für uns zu behalten. Aber ich möchte euch heute es nahelegen, nicht zu konsumieren, sondern zu investieren. Sähe aus. Unser Haupttext ist eine bekannte Geschichte, die Jesus erzählt hat. Matthäus Kapitel 25, ich lese ab Vers 14. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Also ein Mann hatte viel Besitz gehabt. Er ist gekommen und hat 3 Knechte seinen Besitz anvertraut, natürlich in unterschiedlichen Mengen, also 5, 2 und 1. Und die 3 Männer sind auch unterschiedlich mit diesem Mittel dann auch umgegangen. Mein erster Punkt heute Morgen ist 1 plus 0 gleich 0. Jetzt denkt ihr, boah, der ist komisch drauf. Er weiß nicht, wie man so ganz einfache Mathematik macht. Vielleicht machen sie das anders in Amerika, als wir es hier lernen. Oder vielleicht ist er viel dummer, als wir dachten oder als wir gewohnt sind. Der Gerd hätte das bestimmt anderes gerechnet als er. Also 1 plus 0 gleich 1, oder? Was will ich damit ausdrücken? Mit Gott läuft Mathe anders. Mit Gott läuft Mathe anders. In dieser Geschichte haben wir 3 Knechte. Die ersten 2 Knechte haben die Talente angenommen, die 5 und die 2. Sie haben es direkt eingesetzt, investiert und das anvertraute Geld wurde verdoppelt. Gefühlt passiert das Gegenteil gerade in der Tankstelle. Ja, also 1,20 wurde 2,40 und auf einmal ist es super teuer alles. Mit so einem Ergebnis wie diese 2 Knechte würde sich jeder auf der Börse freuen. Ja, 500 Euro investiert, 1000 Euro gewonnen, 500.000 investiert, 1 Million gewonnen, super, perfekt, passt alles. Das ist eine gute Investition. Was mich besonders hervorsticht in dieser Geschichte ist Folgendes. Der eine, der nur 1 Talent bekommen hatte, wurde am Ende richtig fertig gemacht. Wenn wir ab Vers 24 lesen, steht zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagt er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du doch wenigstens mein Geld zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Also dieser Diener, der 1 Talent bekommen hatte, zeigt uns, dass Egoismus ein Killer ist. Er hatte Angst und hat nur an sich gedacht. Und am Ende ist es für ihn ganz schlecht ausgegangen. Es ist ja unfair, dass die reichste 1% der Menschen auf die Erde heutzutage 50% der Reichtum der Welt besitzen. Und in dieser Geschichte läuft es auch gar nicht anders. Der eine, der 10 Talente hat, bekommt dann 1 weitere dazu. Ziemlich unfair.
eine wurde das alles genommen. Wieso? Ja, es ist ungerecht, aber wenn ich dich fragen würde, wo du dein Geld investieren würdest, würdest du in der eine, der nichts damit macht, oder in der es verdoppelt? Natürlich in der es verdoppelt. Da würdest du dein Geld bringen, da würdest du investieren, da würdest du ja dich einsetzen, weil eben wir wollen Gewinn machen mit das, was wir bringen, mit das, was wir investieren. Wir wollen, dass es sich vermehrt, dass es verdoppelt wird. Das macht Sinn, ist logisch. Gott ist ein Stratege. Er gibt nicht ohne Grund. Er hat einen Plan, dass wir als Menschen, als Christen, diese Welt zu einem besseren Ort machen. Wir sind nicht einfach so hier. Wir sind dafür hier, dass wir seine befreiende Botschaft verbreiten, dass wir Menschen erzählen, dass Jesus auf die Erde gekommen ist für sie, dass Jesus gestorben ist, er ist wieder auferstanden, dass er die Sünde und Schuld, die Preis, die wir dafür hätte zahlen müssen, bezahlt hat, dass wir in Beziehung mit Gott leben können, dass wir frei werden können. Diese Botschaft hat Gott uns anvertraut. Die Frage ist, was machen wir damit? Was machen wir damit? Und Gott vertraut uns Mitteln an, damit wir diese befreiende Botschaft auch weiterbringen können, dass wir es weitererzählen können, dass es weitergetragen wird. Dass wir Menschen die Chance geben können, ihn kennenzulernen, weitere Schritte zu machen. Was wir hier verstehen müssen, ist, der Mann hatte das ein Talent nicht weg, es ist ihm nicht weggenommen worden, weil er nicht der größte Erfolg damit gemacht hat. Es ist ihm weggenommen worden, weil er aus Angst es nicht eingesetzt hat. Er hat nichts damit gemacht. Als ich vor 11 Jahren nach Deutschland kam, könnte ich kein Deutsch sprechen. Gar nichts. Also ich hatte einen kleinen Kurs gemacht, der mir ein bisschen geholfen hat, als ich noch in Amerika gelebt habe. Aber am Ende könnte ich kein Brötchen beim Bäcker bestellen. Es war einfach alles schwierig. Ja, ihr lacht, aber es ist wirklich so. Ist wirklich so. Also wenn du die Sprache nicht kennst, ist es schwierig. Und ich wollte es kennen, ich wollte es lernen, ich wollte weitermachen. Und ich wollte eigentlich perfekt Deutsch sprechen können. Aber ich hatte Angst gehabt, Fehler zu machen. Ich wollte perfektes Deutsch sprechen und nicht ein fehlerhaftes Ausländerdeutsch sprechen. Und heute spreche ich immer noch nicht perfekt, aber es ist deutlich besser als davor. Ich glaube, wir haben alle Angst. Und Angst kann uns lähmen. Wir haben die größte Angst, die wir haben, ist Angst, Fehler zu machen. Dass Menschen sehen, oh, er schafft es nicht. Er packt es nicht. Diese Angst ist in uns alle. Und erst nachdem ich mich bereit erklärt habe, zu probieren und aus meinen Fehlern zu lernen, nahm mein Sprachkenntnis zu. Man kommt hier in Deutschland eigentlich ziemlich gut zurecht mit Englisch. Ich hätte auch weiterhin einfach mit Leuten Englisch sprechen können, wäre kein Thema. Aber ich habe mich bereit erklärt, okay, ich probiere es, ich versuche es. Mal schauen, was passiert. Und Stück für Stück habe ich gelernt, Stück für Stück bin ich gewachsen, bin weitergekommen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass wir gelähmt dastehen vor Angst zu versagen. Das geht nicht. Probiere es aus. Versuche es. Stell dir aber vor, was wäre dieser Knecht widerfahren, hätte er diese ein Talent eingesetzt und einen Verlust gemacht? Was wäre ihm widerfahren? Ich glaube, er hatte eine zweite Chance bekommen. Ich glaube, mit dieser zweiten Chance hätte er es deutlich besser gemacht als beim ersten. Weil wir aus unseren größten Fehlern lernen am meisten. Und warum glaube ich das? Weil ich glaube an einen Gott, der zweiten Chancen gibt. Ich glaube an einen Gott, der uns immer mal wieder neue Chancen gibt, Dinge besser zu machen. Wenn wir hinfallen, wenn wir Fehler machen, dann sagt er, steh auf, mach weiter, versuch es wieder. Und wir werden lernen und es besser machen. Es ist besser zu versuchen und dabei Fehler zu machen, als gelähmt zu sein, vor Angst zu versagen. Wir haben einen Gott, der zweiten Chancen gibt. Und egal, ob du weißt ganz genau, wie das ausschaut oder nicht,
versuche, wenn du nicht weißt, wo du dich investieren sollst, wie du dich einbringen sollst, was deine Bestimmung ist, wo Gott dich hinhaben will, versuche es, probiere es aus und wenn es nicht der richtige Platz für dich ist, dann mach weiter, such weiter. Aber sei nicht gelähmt, steh nicht da ohne eine Aufgabe, ein Ziel, einen Platz. Versuche, probiere. Weil 1 + 0 = 0 mit Gott, weil wenn ich mich an meinem Talent festhalte, dann erstickt es. Habt ihr schon mal von der Affenfalle in Indien gehört? Sie haben so Gefäßen und in diese Gefäße tun sie einen Bananen rein, der knapp reinpasst. Und dann kommen die Affen und sehen, dass da eine Banane drin ist und dann wollen sie diese Banane rausholen. Und natürlich, wenn es nur knapp so geradeaus reinpasst und sie versuchen es so rauszuziehen, kriegen sie es nicht raus. Und sie sind gefangen dann, weil sie diese Bananen nicht loslassen werden. Sie wollen es essen, unbedingt. Sie wollen es für sich haben. Sie haben es eigentlich, aber sie kriegen es da nicht raus. Spannend, oder? Wir halten Dinge fest und am Ende sind wir selbst gefangen, weil wir diese Dinge nicht loslassen. Lass die Banane in dein Leben los. Halte das, was Gott dir gegeben hat, nicht für dich zurück. Setz es ein. Lass Angst und Egoismus dich nicht von abhalten, all in mit Gott zu gehen, deine Gaben und Talenten zu investieren und in dem Überfluss Jesus permanent zu leben. Wenn ich es stattdessen investiere, meine Gaben, meine Talenten, meine Finanzen, alles, was Gott mir gegeben hat, bringt es einen Gewinn mit sich. 1 + 1 = 2. Mein zweiter Punkt ist, wir haben nicht nichts. Ich bin jemand, der gerne Strategiespiele spielt. Ich spiele sie nicht so oft, weil meine Frau sie nicht so gerne spielt. Aber ich finde es super spannend, ja, wenn du vorplanen kannst, was will ich in 5, in 10 Züge und so weiter machen. Ich habe früher auch in Schachverein gespielt, als ich jünger war. Und du kannst dann schon gut vorplanen. Und das ist immer schön, wenn deine Pläne dann wirklich klappen und am Ende du gewinnst. Also ich liebe das. Vielleicht ist es dir egal, ob du gewinnst oder nicht, aber ich mag es zu gewinnen. Ich finde es voll gut. Und einer der bekanntesten Brettspiele der Welt ist Monopoly. Wir haben das wahrscheinlich alle schon gespielt, falls du es noch nicht gespielt hast. Das Spiel geht folgendermaßen. Du hast Geld und du kannst Grundstücke kaufen und der Ziel ist, dass am Ende dass alle anderen Spiele bankrott gehen. Ja, und da in dieses Spiel gibt es die zwei besondere Grundstücke, die jeder eigentlich haben will. Schlossallee und Parkstraße. Ja, die dunkelblaue. Kennt jeder. Und es wird dabei gedacht, weil sie die zwei Straßen am teuersten sind und die meiste Miete einholen, dass wenn du diese zwei besitzt, dass du am Ende dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen wirst. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Die zwei Grundstücke, auf denen es am häufigsten gelandet werden, ist die Wiener und Berliner Straße. Also das ist ein Gratis-Tipp für euch. Also falls ihr es gerne spielt, die orangene Straßen, wenn du sie hast, also wenn ich sie habe, verliere ich fast nie. Und ich versuche, diese Straßen immer zu bekommen. Also ich verhandle immer, ich will sie immer haben. Weil es nicht darum geht, ob das, was ich habe, am meisten begehrtesten ist oder ob es ja der Beste ist oder sonst was. Es geht darum, dass es richtig platziert ist auf dem Brett. Es geht darum, dass Menschen draufkommen, dass sie drauflanden, dass sie dann zahlen müssen. Ich denke, warum sagt er das überhaupt? Ich glaube, viele von uns schauen rum und wir schauen unsere Mitmenschen an und wir denken, ja, sie haben viel zu geben. Sie haben viel mehr Geld als ich, was sie geben können. Sie haben viel bessere Gaben, die sie einsetzen können wie ich. Sie kann viel besser singen, er kann viel besser predigen, er kann viel bessere Gruppen leiten, er kann viel bessere Begrüßungen am Tour machen und alles. Und wir schauen andere Menschen an und wir denken, sie sind eigentlich die blauen Straßen, Schlossallee, Parkstraße. Und wir sind ja selbst gegenüber sehr kritisch. Sagen, ich habe eigentlich nichts zu geben. Aber das ist falsch.
Weil Gott hat dir genau die richtige Menge an Gaben und Talenten gegeben, die du brauchst, um einen Unterschied zu machen, um deine Mission auszuführen, um das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Du hast alles, was du brauchst. Du musst nicht nach links und nach rechts schauen, mit anderen Menschen vergleichen. Du musst nur das einsetzen, was Gott dir gegeben hat. Und was wird er dann machen? Er wird es vermehren. In Gottes Hand sind wir alle seine wertvollsten Grundstücke. Er vergleicht uns nicht. Er sagt nicht, oh, sie ist viel begabter als er. Sie kann das viel besser als er. Quatsch. Er schaut uns an und sagt, sie sind super. Alle. Und vielleicht schaust du an dir herunter und du sagst, ja, ich bin aber so eine rangende Straße. Das, was ich habe, ist eigentlich nicht viel, was ich geben kann. Es ist halt, die meisten Menschen wollen es auch gar nicht haben oder sehen oder sonst was. Aber ich fordere dich heraus, das einzusetzen, weil wenn du das einsetzt, was Gott in dir hineingelegt hat, bist du seine wertvollste Grundstück. Und das wird im Falten. Das wird weitergehen, das wird besser sein. Du wirst mehr von ihm bekommen. In dieser Geschichte geht es um die drei Knechte. Sie haben 5 Talente, 2 Talente und 1 Talent von Gott bekommen. Keine von ihnen haben nichts. Keine von ihnen haben 0 Talente bekommen. Sie haben alle etwas von dem Ganzen bekommen. Und wenn wir diese Geschichte auf Deutsch lesen, dann lesen wir ja dieses Wort Talent. Und vielleicht denkst du, ja, damit ist gemeint Gitarre spielen oder Fotografie oder Singen oder sonst was. Nein, das ist nicht gemeint. Was gemeint ist, ist, ein Talent war damals eine Form der Gewichtmessung. Und du sagst, ja, aber es ist trotzdem unfair, der eine hat nur 1 Talent bekommen. Das ist deutlich weniger als die anderen, vielleicht viel zu wenig, um etwas Positives zu bewirken. Aber 1 Talent wiegte ungefähr 30 Kilo. Und wir können davon ausgehen, dass Jesus hier über entweder 1 Talent Gold oder 1 Talent Silber gesprochen hat. Und wenn wir ja das umrechnen, 1 Talent Gold heutzutage wert wäre 1 Million Euro. Das ist nicht wenig, sondern das ist enorm viel. Also ich glaube, jeder hier würde sich freuen, wenn jemand auf dich zukommen würde und sagen würde, 1 Talent Gold hier. Ja, also wir würden uns alle freuen. Ja? Aber vielleicht sagst du, nee, also Jesus hat definitiv nicht so viel Geld gemeint. Also 1 Million Euro, das ist zu viel. Er hätte bestimmt Silber gemeint. Das ist trotzdem ein Wert ungerechnet von 15.000 Euro. Also wir sprechen nicht von wenig Geld, sondern wir sprechen von enorm viel. Wir sprechen von einer Menge an Geld, was vieles bewirken könnte. Gott gibt niemand zu wenig. Niemand. Der Herr gibt jedem etwas, wenn auch in unterschiedlicher Menge. Keiner hat nichts von ihm bekommen. Die Maße hier in dieser Geschichte waren abhängig der Person und die Fähigkeit. Aber Gott hat genau die richtige Menge in jeder hinein investiert. Und auch diejenigen hier, die denken, ja, ich habe aber sehr wenig Potenzial, gibt Gott dir eine Chance, das einzusetzen, ja, und er wird es vermehren, wenn du das tust. Ich glaube, dass auch wenn in dieser Geschichte Jesus über Geld und Finanzen gesprochen hat, können wir das trotzdem auf unsere persönlichen Gaben und Talenten auch übertragen, hier diese Prinzipien. Was will ich dir damit sagen? Ich glaube, dass jeder ja, sich selbst am gegenübersten, am kritischsten ist. Du weißt, was du hast, du weißt, was du geben kannst und du weißt, was du nicht hast. Jeder ist total, also jeder weiß, wo die Mangel ist, wo du nichts zu geben hast. Also wir wissen das alles. Die Frage ist, was machen wir damit? Du hast deine Besitz und persönliche Talente von Gott bekommen. Er hat es dir gegeben und anvertraut. Du hast nichts von ihm bekommen. Und manchmal schauen wir ja an das, was wir von Gott bekommen haben
Und wir werden unzufrieden, weil wir wissen, oh ja, aber mein bester Freund, meine Kumpel, meine Familie, wer auch immer, sie haben so viel mehr und das, was ich habe, ist echt zu wenig. Zu wenig, um etwas Positives zu bewirken. Ich glaube aber, dass du genau die richtige Menge hast, um das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Ich glaube, dass du genau das hast, was du brauchst, um deine Mission von Gott erfolgreich auszuführen. Du hast nicht Mangel, sondern du hast genug. Du musst nicht im Mangel leben oder in Mangel denken, sondern im Überfluss. Weil du hast alles, was du brauchst. Du musst dich nicht mit anderen vergleichen, sondern du musst das investieren, was Gott dir gegeben hat, damit er es nehmen kann und vermehren kann, weil das will er tun. Ich bin der perfekte Beispiel davon. Mein Dienst in die Gemeinde fing nicht mit Predigen an, sondern es fing an mit Begrüßung an die Tür, mit Kollekte durch die Reihe geben. Und Stück für Stück hat Gott das gesehen und hat Gott mir mehr anvertraut. Und damit will ich nicht sagen, dass Predigen irgendwie wertvoller ist als Begrüßung am Tür, das gar nicht. Sondern ich will sagen, dass Gott in mir was hineingelegt hat und es ist Stück für Stück zu Entfaltung gekommen, bis ich jetzt letztendlich in meine Berufung jetzt vollkommen leben darf und kann. Aber das ist nicht von einem Tag zum nächsten passiert, sondern es ist Stück für Stück jedes Mal einfach Gott das hinzuhalten und sagen, nimm das. Und mach daraus, was du daraus machen willst. Schau mal, wie Jesus das in dieser Geschichte ausgedrückt hat. Er sagte, zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 Talente hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Und dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagt er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen und darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Was ich spannend finde in dieser Geschichte ist, der Herr vergleicht nicht das Gewinn die 2 treuen Diener. Er sagt nicht, oh, dieser 5, der dazu gewonnen wurde, ist viel besser als der 2 dazu gewonnen hat. Also 5 ist viel mehr als 2. Also deshalb, gib ihm ein bisschen mehr Ehre, meine Worte. Nein, er sagt genau den gleichen Satz zu beiden Dienern. Sehr gut, du bist tüchtig, du bist treu, du hast es gut gemacht. Komm, verbringe Zeit mit mir. Lass uns Party machen. Wir freuen uns miteinander. Das wird richtig gut. Vielleicht sagst du aber, ja, aber ich bin schon 50, 60, 70, also ich habe schon sehr, sehr viel investiert mit Zeit, mit meinen Gaben, mit meinen Talenten, in Dienste, auch Finanzen. Jetzt müsste ich ja eigentlich in so eine geistliche Rente gehen. Ich möchte mich einfach zurücklehnen und ich lasse die anderen machen. Ich mache ein paar Pause. Ich habe letztens von einer meiner Mentoren im Norden Deutschlands gehört. Da ist ein Gemeindegründer mit 82, der jetzt neue Kirche baut. 82. Also wir dürfen nicht in geistliche Rente gehen. Klappt nicht. Er ist im Himmel, da ist genug zu tun. Wir brauchen jede Menge an Manpower, an Hände, an Erfahrung, an Begaben, an Talenten. Wir brauchen jede. Und wenn du sagst, ja, aber sei ein geistlicher Vater oder Mutter, sei jemand, der sagt, ich bete für euch, sei jemand, der sagt, okay, du hast es, ich habe es schon gemacht damals, ich bringe dir so ein bisschen bei, was ich daraus gelernt habe. Wir brauchen alle am Start, nicht nur die Jungen, nicht nur die Alten, sondern alle gemeinsam. If you have a need, plant a seed. Wenn du eine Not hast, sähe aus. Wenn du treu damit umgehst, was Gott dir gegeben hat, wird er es vermehren. Er wird dich segnen. Er wird dir mit mehr anvertrauen. Mein letzter Punkt ist, geben oder ausgeben. Ich fand mich schon früher immer mal wieder in diesem Dilemma, gebe ich Gott etwas von den Ganzen ab oder
behalte ich es zurück. Sowohl mit Finanzen, als auch mit meiner Zeit. Gerade früher, als ich bei Starbucks gearbeitet habe und nur 700 Euro im Monat verdient habe, nachdem ich meine Miete und Fixkosten bezahlt habe, blieb nicht viel übrig. Einmal ein paar Hose kaufen, ein T-Shirt und mal einmal essen gehen und das Geld war schon weg. Und dann ist die Frage, es kam mir immer mal wieder, gebe ich Gott etwas davon oder, ich meine, ich habe das Geld verdient. Das ist meins eigentlich. Gebe ich ihm etwas davon ab oder behalte ich es für mich? Gerade heute, wenn wir sehen, vor jetzt 6 Wochen habe ich 50 Euro bezahlt zu tanken und jetzt 120, also das ist jetzt Wahnsinn. Und das nicht nur einmal im Monat, sondern mehrmals im Monat. Meine Kosten sind schon gestiegen. Soll ich vielleicht meine Zehnten auf Pause setzen? Und ob du es zugeben willst oder nicht, ich glaube, jeder von uns haben diese Gedanken schon mal gehabt. Wir haben uns alle schon mal gefragt, gebe ich Gott etwas davon? Nach meiner 40, 50, 60 Stunden Arbeitswoche und jetzt soll ich irgendwie dazu ehrenamtlich in die Kirche was machen? Ich brauche es eigentlich Zeit nach der Arbeit zu chillen. Ich möchte mich runterkommen. Also und ich soll jetzt irgendwie dienen? Die Frage kam mir schon öfter in mein Leben. Was machen wir damit? Sollen wir investieren? Sollen wir was geben? Oder sollen wir die Sachen für uns behalten? Ich will nicht sagen, dass du nach deiner langen Arbeitswoche dich nicht chillen sollst. Dass du nicht runterkommen darfst. Aber was ich dir sagen möchte ist, dass du das nicht machen darfst auf Kosten deiner Berufung. Die eine ist viel wichtiger als die andere. Und ich will, dass niemand sich unter Druck gesetzt fühlt oder sich auspowert und ausbrennt, weil ich das jetzt gesagt habe. Sondern ich will, dass du weißt, Gott hat viel mit dir vor. Egal wie jung oder alt du bist. Die Frage ist, was machst du damit? Bist du bereit zu sagen, ja, Herr, nimm's. Oder sagst du, eher nein. Ich meine, ich kann mir auch schönere Situationen vorstellen, wie jetzt mit nach dem Knie-OP mit Thrombose. Ich hätte auch zu Hause sitzen können, chillen. Aber ich weiß, Gott hat viel mit mir vor. Er hat viel mit euch vor. Sind wir bereit, auch Sachen zu machen, die vielleicht mal unangenehm sind? Die vielleicht uns mal was kosten. Die andere Frage ist, warum geben wir überhaupt Geld für uns aus? Ja, diese Frage stelle ich mir auch oft. Denk mal darüber nach. Oft kaufen wir Sachen, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Und oft machen wir das mit Geld, die wir nicht besitzen. Wir nehmen Kredite auf, um das schöne, neue, schicke Auto zu kaufen, die wir eigentlich nicht leisten können. Eigentlich hätte ein Modell günstiger vollkommen ausgereicht, aber die ist schön. Die ist richtig gut. Und mein Nachbar, der wird das gut finden. Oder hey, das neue iPhone Pro, der macht bessere Bilder als mein Handy, also die brauche ich unbedingt. Obwohl die andere vollkommen einwandfrei funktioniert. Kann es sein, dass dein finanzieller Engpass da ist, weil du verantwortungslos mit deinen Finanzen umgehst? Kann es sein, dass du dich übernimmst, dass du nicht großzügig leben darfst, weil du schlechte Entscheidungen getroffen hast? Und das nicht nur finanziell, aber auch mit deiner Zeit. Und das ist nicht einfach, aus diesen Situationen auszusteigen. Aber es ist möglich. Und ich fordere euch heraus, nicht von einem Tag zum nächsten alles umzuschmeißen und zu ändern, das ist eh unmöglich. Aber zu sagen, heute mache ich einen Schritt in die richtige Richtung.
ich weiß, wie es bei mir ist und ich sage heute, es sollte nicht so weitergehen. Ich will großzügig leben mit das, was Gott mir gegeben hat. Sowohl meine persönlichen Gaben und Talenten als auch meine Finanzen, meine Ressourcen. Der Ausweg aus diesem Kreis fängt heute an. Nimm einen kleinen Schritt in der Richtung der Großzügigkeit. Wenn ein Bauer eine Not hat, sät er aus, damit seine Zukunft gesichert ist. Aber nehmen wir an, er hat einen Apfel in der Hand und er hat Hunger. Was kann er damit? Er kann reinbeißen. Schmeckt gut. Wenn er das Ding aufisst, ja, schmeckt echt gut. Ja, manche Apfel schmecken nicht so gut, aber die ist gut. Er kann es aufessen. Und seine jetzige Hunger in diesem Moment ist damit gestillt. Für die ein, zwei Stunden oder so. Er kann es komplett aufessen. Sogar die Samen kann er auch mitessen. Alles. Bis zu Kern könnte er alles aufessen. Und ja, das ist schön und gut und das stillt seine jetzige Hunger. Oder, was er auch machen könnte, ist, wenn ich sie jetzt finde, er könnte die Samen, sieht ihr vielleicht nicht so gut, die sind klein, könnte die Samen nehmen. Er könnte sie in die Erde pflanzen, könnte gießen, aufpassen und in einigen Jahren werden ein großer Baum dastehen, die nicht nur einen Apfel bietet, sondern die jedes Jahr Hunderte von Früchten trägt. Die nicht nur ein Segen für ihn sind, sondern ein Segen für seine Familie, für die kommenden Generationen, für die Mitmenschen, die um ihn herum sind. Kann damit schöne Apfelkuchen backen. Also alles ist möglich. Alle können davon profitieren. Wir können zwei Dinge machen mit das, was Gott uns gegeben hat. Wir können sie konsumieren oder investieren. Konsumieren heißt heute haben, heute nutzen. Oder investieren heißt heute haben, morgen profitieren. Wenn du eine Not hast, sähe aus. Was zeigt Jesus uns in dieser Geschichte? Die Knechte, sie waren keine reichen Männer. Sie waren Knechte. Sie hätten viel mit diesem Geld auch machen können. Sie hätten sich für eine bessere Karriere sich ausbilden lassen können, ein Studium machen oder sonst was. Sie hätten sich ein besseres Haus kaufen können. Sie hätten Essen, Klamotten, ein schöner Esel, schicke Pferde oder sonst was kaufen können. Alles wäre möglich. Das war enorm viel Geld, was sie bekommen haben. In Vers 29 steht, denn jedem, der hat, wird gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und ich glaube, um dieses Vers besser verstehen zu können, müssen wir Matthäus 6 uns anschauen, ab Vers 31, was Jesus dazu sagte. Dort steht, hör auf, euch Sorgen zu machen um eure Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Eure himmlische Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Es mag sein, dass du deine finanzielle Situation im Blick hast, dass du weißt, wie es ausschaut, nachdem du deine Arbeitswoche hinter dir hast, was du am Kraft nach zu geben hast und so weiter. Das hast du im Blick. Du weißt, wie deine Situation ist. Du weißt, was alles los ist. Und vielleicht bei dir ist es auch noch zusätzlich schwierig. Vielleicht hast du gerade deinen Job verloren oder deine Firma hat Insolvenz beantragt oder sonst was. Und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Trotzdem, in aller Situation hat Gott dir nicht nichts gegeben. Gott hat dir viel gegeben. Genau die richtige Menge. Und in solchen Momenten, wo es auf unsere Konten schlecht aussieht, wo am Anfang des Monats wir schon in Null- oder im Minusbereich stehen und müssen einen ganzen Monat von nichts leben, müssen wir uns daran erinnern, Gott ist gut, Gott ist treu und er hat etwas mit uns vor. Unabhängig von der Situation.
Natürlich müssen wir unsere Rechnungen zahlen und da stehen Sachen an und es ist und wird manchmal knapp sein. Aber Gott ist immer gut und er kümmert sich um die Dinge. Er gibt uns alles, was wir brauchen, wenn wir sein Reich zu unserem wichtigsten Anliegen machen. So steht's hier. Gott hat uns Dinge gegeben, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Sowohl unsere finanziellen Mittel als auch unsere persönlichen Begabungen. Investiere das, was du jetzt hast, damit du morgen wegen deiner Investition im Überfluss lebst. Und vielleicht sieht dein Investment so aus, dass du hier Geld in die Gemeinde hineininvestierst, damit die Vision der Gemeinde schneller vorangebracht werden kann. Oder vielleicht sieht es so aus, dass du dein Haus öffnest für Menschen, die in Not stehen. Gerade jetzt in der Zeit mit allen Flüchtlingen aus der Ukraine gibt es jede Menge Möglichkeiten, ein Segen für Menschen zu sein. Oder vielleicht sieht es ganz anderes aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich weiß, da ist etwas, was du zu geben hast, was du tun kannst, um ein Segen für anderen zu sein. Stell dir die Frage, was kann ich gut, was habe ich und was kann ich geben, wie kann ich es einsetzen? 2. Korinther 9, Vers 6 und 7 steht, denk dran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ich möchte nicht, dass ihr jetzt nach dieser Predigt ein Druck der Performance oder Perfektion, das in euch irgendwie hervorgebracht wird, sondern ich lege es euch nahe, so wie in dieses Vers steht, einfach verantwortungsvoll damit umzugehen mit das, was Gott dir gegeben hat. Zu sagen, das möchte ich geben, aus diesem Grund. Und das zu tun mit Freude. Das einzusetzen, voller Freude, weil du weißt, das, was du einsetzt, wird vermehrt. Gott wird es gebrauchen, dass Menschen ihn kennenlernen können, dass sie weitere Schritte auf ihm zumachen können. Das ist mein Ziel von heute. Wenn du eine Not hast, sähe aus. Wir sind jetzt am Ende der Predigt und ich möchte ganz kurz zusammenfassen, bevor ich für euch bete. Das nächste Mal, wo du in diesen Knappheitskreislauf kommst, wo du Mangel erlebst, wo du Angst hast, wo du dann weiter konsumierst und du befindest dich in einem Kreis, was dich gefangen hält, pass auf, dass dein Blick nicht nur auf das Gegenwärtige gerichtet ist. Stell deinen Blick auf Gott und auf Dinge, die größer sind als deine jetzige Situation. Die beste Investition, die wir je machen können, ist, wenn wir die Dinge, die Gott uns gegeben hat, wenn wir sie einsetzen, damit Menschen ihn kennenlernen können, Schritte auf ihn zumachen können und weiter im Glauben kommen. Stell dir es vor, wie würde es ausschauen, wenn jeder von uns heute die Entscheidung treffen würde, etwas zu geben, etwas zu tun. Unsere Umgebung wird gesegnet, unsere Familien würden gesegnet, unsere Stadt und Land würde gesegnet, unsere Welt wird gesegnet. Weil Gott nimmt unsere Opfer an, egal ob finanziell oder zeitlich oder mit unseren Gaben und Talenten, egal. Er nimmt das an und er vermehrt das. Bist du bereit, das zu investieren, was Gott dir gegeben hat? Willst du dabei sein? Weil 1 plus 0 gleich 0. Du hast nicht nichts. Und ist die Frage, gibst du etwas in Gottes Reich hinein oder nur für dich selber aus? Und bevor ich für uns alle bete, möchte ich auch eine Gelegenheit geben. Vielleicht bist du hier und du sagst, das ist gut, aber dieser erste Schritt auf Jesus habe ich noch nie gemacht. Und das ist jetzt dran. Dann möchte ich euch die Gelegenheit geben. Ich werde ein Gebet vorsprechen und du kannst das laut oder leise mit deinen eigenen Worten auch mitbeten, um Jesus in dein Leben einzuladen. Wir können alle die Augen zumachen und wenn du hier bist und du sagst, ich möchte Jesus in mein Leben einladen, dann streck deine Hand Gott entgegen und ich bete für uns. Ja. Du kannst laut oder leise mit deinen eigenen Worten mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du mich kennst. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bitte dich, komm in mein Leben, vergib mir. Ich danke dir,
dass du mich wieder neu machst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und wenn du hier bist und du sagst, ja, ich möchte Teil davon sein, ich möchte das, was Gott mir gegeben hat, in sein Reich hinein investieren, dann streck deine Hand Gott als Antwort entgegen und ich segne euch. Jesus, ich danke dir für jede Hand, die dir entgegengestreckt wird. Ich danke dir für die Bereitschaft, ja, unsere Gaben, unsere Talenten, unsere Ressourcen in dein Reich hinein zu investieren. Und ich bete, dass du uns alle dabei segnest, dass du uns aufzeigst, welche Schritte wir zu nehmen haben und dass wir volle Überzeugung das machen können. In Jesu Namen danke ich dir dafür. Amen. Amen. Ich segne euch in Jesu Namen. Ja, danke für die Gelegenheit, hier zu sein mit euch. Und ich wünsche euch von meiner Seite einen schönen Sonntag.